Hallo, heute sind wir im Lobo-Park. Etwas interessant, aber sehr interessant bei den Papageien ist diese Reflexion von den Federn mit Ultraviolett. Das ist etwas richtig interessant. Ist klar, dass die Vögel sind nicht gleich wie uns. Sie können andere Sachen, andere Spektrum beobachten. Und das gibt einen großen Vorteil für Fortpflanzung, für Identifizieren neues Blut. Die kommen von, wenn ich sage neues Blut, ist neue Vögel, die kommen in eine Gruppe. Das ist interessant für die Genetik von die Vögel. Und ich habe eine Idee gehabt, warum können wir nicht beobachten, was passiert mit den Federn von den Hauben von jeder Kakadu, die wir halten hier, in der größten Reserve für Kakadus auf der Welt. Weil das ist hier, nicht nur von Papageien. Jetzt haben wir alle Kakadus hier. Und mit den Jungen können wir sehen, was passiert mit dieser Haube, weil ist schon identifiziert, weil die Wissenschaftler, dass einige Arten von Kakadus haben Lumineszenz in diese Federn von Haube. Für was? Wissen wir noch nicht. Es gibt verschiedene Erklärungen oder verschiedene Ideen. Aber ist besser, wenn wir können direkt beobachten. Das können wir zusammen machen. Heute haben wir gesammelt Federn von unserer Baby Station. Da haben wir kleine Vögel, die haben die ersten Federn und diese kleinen Federn sind neu und die bekommen eine neue ganz, ganz bald. Die machen eine Mauser, dann können wir einfach suchen, wo die sind. Eine, die ist sehr interessant, sind die Kakatua sulfuria, die Gelbhaupt-Kakadu. Ganz gelb, das können wir sehen, ist richtig schön. Für einen jungen Vogel ist nur weiß in der Mitte, in die Rakis. Und ganze Federn ein intens gelb, wunderschöne gelb. Dann haben wir Inka Kakadus mit dieser spanischen Fahne. Sehr interessant, weil diese Vögel sind so schön und mit dieser Haube, mit so vielen Farben ist etwas ein bisschen komisch für uns, weil in Natur normalerweise die Farben sind kryptisch. Die suchen ein Camouflage, die möchten nicht zeigen die Farbe. Aber sehen die Vögel und die Prädatoren gleiche Farbe? Das wissen wir nicht. Dann verschiedene. Wir haben alle von Molukken Kakadu, diese Orange, diese Salmonfarbe, ganz, ganz stark. Oder die Weiß Kakadu, die ist komplett weiß. Und etwas interessant, wir wissen schon, bei den Wissenschaftlern, wissen wir etwas sehr interessant, dass die Papageien haben Spezialsensoren in Augen, aber hinter, drin. Und diese Sensoren sind speziell für Violett, die Farbe Violett, und Ultraviolett, UV. Was kommt zurück, die Strahlung, diese Rückstrahlung von den Federn, ist was ist interessant. Weil nicht in jeder Art ist gleich. Und wir haben eine Überraschung hier gefunden. Plötzlich, wenn wir erwarten gelbe Federn für die Galeritas, die gelbe Hauptkakadu, plötzlich fragen wir für Salomon-Kakadu. Salomon-Kakadu ist komplett weiß, mit ein bisschen blau, außer die Augen. Aber wir haben noch nicht eine rote Farbe oder etwas gefunden. Aber die sind klein, ganz drin können wir das sehen. Die sind die Federn von der Haube von Solomon Kakadu. Und die haben diese orange Farbe da drin. Das ist richtig schön. Wir zeigen jetzt ein Bild von einem Solomon Kakadu oder ein kleines Video, wo Sie können sehen, wie weiß ist dieser Vogel. Weil nicht alle Vögel sind so weiß, so brillant wie die Salomon-Kakadu. Dann haben wir andere Gruppe.
andere Gruppe sind die schwarzen Kakadus. Dann haben wir rosa Kakadu. Ich sage schwarz, weil sie nicht von den weißen Kakadus. Das ist eine andere Gruppe. Die schwarzen sind Raben Kakadu, die gelb, Gelbschwanz Kakadu. Es gibt eine Menge von schönen Vögeln und auch die Gangang Kakadu. Guck mal hier, das ist die Federn von die Haube von einem Männchen. Und Weibchen hat immer grau. Ich möchte auch sehen, weil bis heute wissen wir viel von weißen Kakadu mit dieser Zurückstrahlung von weißen Federn. Aber von schwarzen wissen wir nicht. Und wir machen jetzt ein ganz einfaches Experiment. Wir gucken mit einer Lampe mit Ultraviolett oder mit UV, gucken wir, was sagen diese Federn? Okay, wir sind hier im Dunkel, nicht ganz dunkel. Wenn es richtig dunkel ist, können wir anders sehen. Aber für dieses Video brauchen wir so machen. Da ist die Lampe, eine spezielle Lampe. Aber das ist nicht so schwer zu finden. Aber dieses hat Power. Der ist richtig stark. Ich mache so an. Haben wir schon an. Und sehen wir diese gelbe Feder von Kakatua sulfurea, und wenn der Licht kommt, haha, ist orange, und ein bisschen im Zentrum ist violett. Ist nicht weiß, ist violett. Die Farbe hat komplett gewechselt. Das ist ein tolles Überraschung. Ob die Vögel sehen exakt so, wissen wir nicht, aber etwas ähnlich sehen die. Das bedeutet, dass in Natur ist nicht gleich, nicht so brillant, als wir sehen. Das kann auch kryptisch sein. Kommen wir jetzt an Inka Kakadu mit dieser spanischen Fahne. Jetzt mit Dunkel sind nicht so brillant, aber diese Gelb und Rot ist ganz klar, wenn der normales Licht kommt. Jetzt kommen wir mit die UV-Lampe und guck mal das. Das ist wie schwarz. Mit Violett, mit Rosa, bisschen, wo das Gelb ist, ist ein großes Wechseln. Hat von der spanischen Fahne bis der, ähnlich wie der deutsche Fahne gewechselt. Jetzt haben wir Schwarz hier drin. Unglaublich, ne? Inka Kakadu. Kann ich nicht erwarten. Und dann machen wir mit Rest von Federn und guck mal, wie wechseln. Molukensis, Molukken Kakadu, mehr bekannt. Ist ein schönes Vogel, ganz stark von der Molukkeninsel. Und das Wechsel ist ganz groß. Von diesem Salmon, diese Orange, ganz weich. Plötzlich haben wir dunkelviolett, dunkelrot. Mache ich weg. Weiß nicht, ob die Kamera kann jetzt die richtige Farbe nehmen, aber können wir in anderes Videos auch zeigen. Kakatua alba, ganz weiß. Weiß nicht, ob die Kamera nimmt es auf, aber die Mitte, die Rakis, Zentrum von den Federn, ist rot für meine Augen jetzt im Moment und hat einige Flecken von rosa. Das ist unglaublich. Und großes Wechsel. Die Eleonora, das ist absolut gelb mit den Augen von Menschen. Aber jetzt ist orange, rot oder etwas so, ein bisschen violett hier in der Spitze, wo hat ein bisschen weiß, die können wir nicht komplett sehen. Und guck mal, auch die Sanguinea, Kakatua sanguinea, ein großes Wechseln auch. Mit einem Fleck von Zurückstrahlung von UV. Jetzt kommen wir an Ducorpsi, diese weiß Kakadu, die ist richtig weiß, aber richtig weiß. Und guck mal, dieses Wechsel von den Federn in Haube. Die Haube von Ducorpsi ist nicht so groß, ist medium size, können wir sagen. Ist klein, ist weniger als der Mitte von einer Inka Kakadu, die Federn von der Haube. Ganz klein, aber guck mal, diese große Federn und was versteckt diese Haube. Und jetzt kommen wir an die schwarze Serie, wie ich sage. Die rosa Kakadus, die sind nicht weiß. Und wow,
Das ist nicht rosa, das ist nicht kein Pink. Das ist fast schwarz. Richtig dunkel. Da haben wir alles von einer Seite und die andere Seite von hinten ist noch anders. Sehr interessant. Und wenn wir kommen an die Gangang Kakadu, das ist die letzte, die zeigen wir heute, da haben wir von Männchen ein Federn, die normalerweise ist komplett rot, in der Basis ein bisschen grau, jetzt ist fast grau, dunkelgrau, und was normalerweise ist rot, ist jetzt absolut schwarz. Und Weibchen das gleiche, normalerweise ist grau, jetzt ist dunkel und glanzschwarz. Okay, das ist interessant. Ich denke, das ist die erste Tafel von dieser Sache, die können wir hier sehen. Das ist Info. Sehr wichtige Info für alle Wissenschaftler auf der Welt. Wir erklären ganz einfach für die Leute, die gucken an uns, und die Fragen und die neuen Ideen, das kommen ganz schnell und ganz einfach. Bis nächstes Mal. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach kostenlos den Kanal.